Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trials of Wilderness und wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, wir wollen einmal gucken, ob ich meine Lootkiste finde, wo ich letztes Mal gestorben bin. Gucken, ob wir unterwegs noch ein Stück Holz finden. Hat uns ja in der letzten Folge leider der Bär erwischt, obwohl wir ihn gar nicht gesehen haben. Und ich meine, das wäre die Ecke gewesen, wo wir hin wollten. Ah ja, da war dieser Felsen. Da war der Mais. Den hatten wir noch geerntet. Und ich glaube, dann wollte ich hier irgendwo... Wasser rennen und auf einen Felsen klettern. Da ist unsere Kiste. Hoffentlich ist das Zeug auch noch drin. Wunderbar. So, wieder raus. Ja, was habe ich vor? Ganz einfach, ich will auf den Stein klettern, damit ich in Sicherheit bin. Aber die scheinen nicht so ganz besonders gut zu funktionieren. Teilweise. Ja, vielleicht hier. Da komme ich nicht drauf. Ich weiß, dass ich sonst immer auf den drauf gekommen bin. Da hatten wir unser allererstes... Unsere allererste Werkbank und unsere allererste Kiste und sowas mal aufgestellt in diesem Gebiet. Ja, von der Seite kam man drauf, genau. So, dann werde ich jetzt mal eben erstmal wieder speichern. Das darf ich nicht vergessen. Wir haben Speicherpunkt 1, wir haben unsere Sachen wieder und speichern das. So, dann gehen wir ins Menü und kräften uns erstmal ein paar Pfeile.
So, dann haben wir mal 10 Pfeile. So, und dann als nächstes 40 Holz für die Werkbank. Einmal craften. Also, wir haben vorhin gesehen, mit Schleichen kommen wir ziemlich nah an ein Pferd auf jeden Fall dran. Mal gucken, ob wir mit Schleichen auch näher an ein Reh kommen, damit wir endlich mal wieder Jagderfolge haben. So. Dann haben wir ein bisschen was zu essen, wenn auch nicht viel. Was können wir noch herstellen? Eine Spitzhacke haben wir. Eine Axt, 5 Holz. Dann machen wir auf jeden Fall noch eine Ersatzaxt. Gut. Was brauchen wir immer für Pfeile? Mindestens 10 Holz und 5 Steine. Ja, alles klar. So, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber ich werde nochmal speichern. Save Game. Aha, nachtaktive Fasane. Ja, und wie gesagt, damit ich nicht nochmal sterbe, vorläufig bleibe ich jetzt erstmal kurz auf dem Felsen hier drauf. Also nochmal zu der letzten Folge, da habe ich ja gesagt, wie gesagt, dass ich dem Publisher, den Entwicklern von kleinen Spielen sehr gerne eine Chance gebe. Auch wenn das vielleicht bei dem einen oder anderen bei euch auf Unverständnis stößt. Ich weiß, viele Leute wollen von Anfang an ein perfektes Spiel haben oder wenigstens ein halbwegs funktionierendes Spiel haben. Aber mich reizt auch so ein bisschen das Abenteuer mitzuerleben, wie sich so ein Spiel von der frühen Alpha bis zur Beta oder hinterher zum endgültigen, sagt man da, Release entwickelt. Naja, und ich bin nun mal so eigentlich ein relativ geduldiger Mensch. Es sei denn, es geht um Horrorspiele. Da ist das nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Ja, aber was haben wir bis jetzt gesehen? Also die Koalition mit den Felsen funktioniert teilweise nicht so gut. Ja, man kann durchgehen. Also, ihr wisst, was ich meine. Und die Pferde, die schieben sich mehr durch die Gegend, als wie sie laufen. Also, wenn man ein Schaukelpferd hinter sich herzieht. Aber auch darüber ist der Publisher schon informiert. Der Entwickler. Und wir werden es abwarten. So, ich könnte jetzt natürlich da hochgehen, mal ein bisschen Stein schlagen. Da hinten ist das Meer. Einen Mond haben wir immer noch nicht. Sternenhimmel auch nicht. Aber, ja, wie gesagt,
Man sollte vielleicht nicht immer sofort so viel verlangen. So, die Grillen haben aufgehört, Geräusche zu machen. Es scheint hell zu werden. So. Jo, dann werden wir auf jeden Fall, da ist wieder ein Pferd. Ja, von Weitem sieht das dann eigentlich so aus, als wenn sie sich ganz gut bewegen würden. Aber wenn man näher dran kommt und sieht man, dass die sich durch die Gegend schieben. So, trinken können wir gleich unten am See. Guck gerade, ob das da hinten wieder ein Bär ist. Die Sonne. Ja, steigt die etwas oder sieht das nur so aus? Ist das eine optische Täuschung? Doch, die geht. Nee, glaube ich. Ja, doch, steigt. Ganz zu Anfang war die ja recht kantig, die Sonne. Um nicht zu sagen eckig. Und das ist doch ein Bär da unten, oder was ist das? Fasan, wo bist du? Drei. Es ist hell. Wir machen noch mal einen Speicherpunkt. Ich muss mir das angewöhnen, so leid wie mir das tut. Save Game. Zu kurz. Zu kurz. Ja, nützt nichts, muss man einmal gucken. Warum ist der denn tot? Oder will er mich nur verarschen? Naja, wir haben ja einen Speicherpunkt. Das nützt nichts. Ach, guck an. Ja, da muss ich mal genauer drauf gehen. Haben die sich gegenseitig umgebracht oder was? Oder ist das ein Grafikbug?
Deutschen. Ja, Leute, wir nehmen es gerne. Was kriegen wir von dem? Tja, ich weiß es nicht. Ja, jetzt haben wir natürlich unsere Pfeile verschossen für nichts. Aufheben können wir die nicht. Können wir denn irgendwie looten oder was? Moment mal eben. Nee. Den Jungen können wir nicht looten. Oh, nicht abstürzen, bitte. Nee. Macht jetzt hier keinen Blödsinn. Hallo? Nochmal. Nö, lässt sich nicht looten. Okay, dann haben die sich vielleicht gegenseitig umgebracht. Aber der Bär hat ja noch Geräusche gemacht. Also das scheint noch ein Bug zu sein. Hallo? Hallo? So, was wir jetzt mal einmal machen. Okay, mit dem Bett ist es natürlich blöd. Aber ich hätte gerne einen Spawnpunkt. Das heißt also, wir bauen jetzt einmal eben Nummer 5 die Werkbank auf. Hier an der Schräge werden wir sowieso nicht bauen. So, und wir werden das Ganze noch mal abspeichern. Wie gesagt, ich muss jetzt ein bisschen, ganz klein bisschen vorsichtiger werden. Safe Game. Safe Game. So. Schnelltasten wäre natürlich besser, aber was will man machen? So, jetzt wollen wir mal gucken. Items, ein Bett. Leder haben wir genug. Aber wir brauchen Holz. So, Inventar.
Neue Axt. Dreißig, wir haben 24. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Oh, wo bist du denn? Will dich mal sehen. Man hört euch immer nur. So. Dreißig. Ja, und wir könnten natürlich jetzt Folgendes machen. Wir bauen mal vier Planken. Eins. Zwei. Hier. Erst nochmal abspeichern. So, immer Speicherpunkt 1. So, mit Q kommen wir ins Baumenü. So, und jetzt suche ich mir eine halbwegs gescheite flache Stelle aus. Okay, da die Werkbank ist natürlich jetzt da hinten. Will Blick auf den See haben. Gut. Ja, und dann werden wir. Das passt. Gut. Und das will ich jetzt gar nicht. Kuh. Da raus, da. Irgendwas trinken. Können auch eben Inventar das zusammenlegen. Nein. Auf Nummer 4 mal eben was verbrauchen, was essen. Etwas geholfen hat. Ja, das war jetzt nicht so wohl überlegt hier mit der Werkbank, aber
Hier ist es mir zu schräg zum Bauen. Da hinten ist es gerade. Mal gucken. Vielleicht kann man da auch wieder abbauen, die Werkbank, und nochmal eine neue bauen da hinten. Aber was ich jetzt will, ist ein Bett. Ein Bett. Craften. Was fehlt? Ach. Also muss man noch 20 Bäume schlagen. 20 Dinger. Na gut, dann machen wir uns erst halt zwei Planken noch. Craften. Craften. So, und jetzt brauchen wir noch Holz. Gut. Sehr. Und ja. Ihr seht, ich werde jetzt übervorsichtig. Einmal speichern. Save Game. So. Oh, muss man noch 6 Holz. Wo bist du denn? Miep, miep. Speedy Gonzales. Nee. Roadrunner. Miep, miep. Ja, was sehe ich da hinten in den Schatten? Ist das wieder ein Eingeborener? Schnell wie möglich wieder ein paar Pfeile bauen. Und ja, ihr wisst, ich bin jetzt übervorsichtig. Mal einmal wieder speichern. Safe Game. Gut. Und wir bauen das Bett. Craften. Eine Ersatzaxt sofort noch bauen. Fünf Leder brauchen wir dafür. Gut.
5, 15, 25, 30 Leder, dann können wir uns Kleidung bauen, herstellen. Jetzt machen wir uns aber ganz schnell noch ein paar Pfeile. Okay. Nee. So, und dann das Bett. Vorsichtshalber nochmal speichern. Entschuldigt. Save Game. Gut. Und dann werden wir uns das Bett dahinstellen. Und dann haben wir schon wieder einen festen Spawnpunkt. Wir werden dann um das Bett herum ein Haus bauen. So, wenn das Außenwand wird, da können wir noch was dran bauen. Ich glaube, ich stelle das Bett so hin. Nummer 5. Kann ich es drehen? Ah, ich weiß das nicht genau. Eine Teil ist ein bisschen höher. Ach, soll auch ganz egal sein, wie rum es steht, oder? Oder kann ich das mit XY drehen? Bisschen Abstand von der Wand, dass wir noch eine Wand hinstellen können. So, und dann haben wir unser Bett. Wahrscheinlich steht es nicht richtig rum, aber ist egal. Gut. Dann wird das Ganze nochmal gespeichert. Safe, ich weiß. Safe Game. Und, meine lieben Freunde, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage einmal Tschüss, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut. Und ich gehe davon aus, ihr tut nur Gutes und ich bin raus. Ciao.